Guten Tag, moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Ich habe extra nochmal genau geguckt, ob das Mikro an ist. So, und es war natürlich nicht an. Mal gut, ich habe nicht losgeredet. So, seid gegrüßt, ich wünsche natürlich auf YouTube schon mal einen schönen Start ins Osterwochenende, denn wenn die Folge kommt auf YouTube, dürfte schon Freitag sein, für viele Feiertag. Seid gegrüßt, moin, moin. Das Ganze ein bisschen außerplanmäßig, Mittwochabend Livestream. Ist ja sonst nicht normal. Aber ansonsten wird es ein bisschen knapp, denn Ostersonntag ist es, wenn ich das jetzt richtig vorausgerechnet habe, ist praktisch die 200. Folge und die wird wieder ein bisschen länger sein. Das heißt, Donnerstagabend ist der Livestream dafür, da brauche ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, um eine bisschen längere Folge aufzunehmen. Und von daher dachte ich, komm, machen wir Mittwoch, machen wir heute einen kleinen Abend, gar nicht so viel. Ganz entspannte 5 Folgen für YouTube wird das heute. Ich danke erstmal, vielen lieben Dank Alex, für 21 Monate, vielen, vielen Dank. Mann, Mann, Mann. Und der Lulu auch, vielen, vielen Dank, 21 Monate ebenfalls mit am Start. Danke, danke, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Wo ist der Ton denn jetzt weg? Jetzt ist er doch da, das gibt's ja gar nicht. Verklickt. So. Ich dachte, ich wollte nochmal doch ohne Ton machen zwischendurch. Also, wer von euch hat das Flüssigkeitenlager, wollte ich fragen. Meine Stimme haut doch schon wieder ab. Gut, gleich zu Beginn erstmal keine Stimme, ne? Immer noch das Falsche? Ne, ist richtig. Ihr müsst mich doch wieder hören. Muss auch mal aktualisieren. Also, eigentlich ist Mikro an. Desktop-Audio, Mikro-Audio. Immer noch nicht? Doch, oder? Sonst ist irgendwas anderes kaputt. Hallo, hallo? Ton ist jetzt da. Ja, okay, dann geht's wieder. So. Adibeats, vielen, vielen Dank für 15 Monate am Start. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Also, was sagte ich gerade eben? Ich weiß nicht, ob ihr das Ding mitgehört habt. Maishäckseln steht heute an und es ist egal, welche Wachstumsstufe. Die letzte Wachstumsstufe ist oder erntereif, soll wohl gleich Ertrag sein, hat jemand getestet. Und die Frage ist, hat jemand von euch schon mal versucht, am Flüssigkeitenlager seinen Traktor zu befüllen? Wer war da mit der ganzen Sache erfolgreich und wer war mit der ganzen Sache nicht erfolgreich? Flüssigkeitenlager haben wir hier und das Silos, da, ne? Das kleine, aber feine, praktische Flüssigkeitenlager. Wer von euch hat das schon mal versucht? Hat natürlich kein Geld, um es jetzt zu platzieren, ne? Das ist klar. Guck mal, 18 Boller Lotte. So, moin moin, alles gut, hör nicht. Gut, geht wieder, dann ist ja doch alles wieder schick. Also, es kommt drauf an, was für ein Träger ihr nutzt. Ich habe rausgefunden, wo alles liegt. Habt ihr Traktoren? So wie der Große hier. Der Große tankt ja nicht nur Diesel, der braucht ja auch AdBlue. Habt ihr den Kleinen hier? Der braucht zum Beispiel nur Diesel. Den werdet ihr an der Tankstelle am Flüssigkeitenlager befüllen können. Das Problem ist wohl, ich habe den Trigger ja allgemeingültig als Flüssigkeitentrigger deklariert. Und das verursacht wohl das Problem, dass wenn ich mit dem Trecker hinfahre, der auch, oder auch Drescher, der auch AdBlue braucht, füllt das nicht auf, weil AdBlue oben steht und er meint, er soll AdBlue auffüllen, weil ja auch AdBlue da definiert ist in den Trigger. Man kann das aber leider so wie es raus, also ich habe es nicht rausgefunden, dass ich das hätte intern switchen können, dass ich sage von wegen Tank AdBlue oder Tank Diesel. Er will immer pauschal AdBlue tanken. Ihr könnt ja gerne mal einen Traktor nehmen, der kein AdBlue braucht und versucht am Flüssigkeitenlager zu befüllen und ihr solltet eigentlich erfolgreich sein. Heide Gaming, auch wieder so eine Sache, das ist wieder der Vollhorst hier, ne? Ach, Heide Gaming. So ein Ding ist das. Also, wenn das jemand
Warum versinkt der Heutrack ein Stück im Boden? Ein bisschen im Boden zersinken ist gut. Mit dem Flüssigkeitenlager. So, wir wollen aber ein bisschen was arbeiten. So, Heidi Gaming. Machen wir mal Timeout. So. Oder? Geht das? Achso, Timeout. Muss ich alles selber regeln. Haben wir keinen Moderator, ne? So, moin, moin, moin. Also eigentlich mit einem Flüssigkeitenlager, der auch allgemein Flüssigkeiten transportieren kann. Ich habe hier also, ne, es gibt jetzt, kommen wir gleich dazu im weiteren Verlauf. Also wenn jemand, wie gesagt, das Flüssigkeitenlager hat und einen Trecker hat, der kein AdBlue braucht, kann er ganz entspannt tanken. Dürfte kein Problem geben. Wenn man aber einen Trecker versucht zu tanken, der AdBlue auch braucht, schnallt das Spiel das nicht. Das hat mit Mods nichts, mit Mod nichts zu tun. Das nur nochmal als Information für, ne, Nörgler. Also ich sage gerade eben nochmal vielen Dank an Alex, der Lulu, Party Beats, Beavis und Uwe. Danke, danke, liebe Leute, Hoshi, na genau. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich guck mal kurz, HSV-Fan Frankie auch noch mit am Start. Danke, Leute, vielen, 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 vielen Dank. Was gibt's denn noch an Missionen? Alter Stege, auch wieder dicken Sub-Auftritt, Stufe 3, 3, krass, 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 danke. So, also Ballenpressen hatten wir alles gemacht mittlerweile. Das Rest ist eigentlich noch wenden, 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 wenden. Hilft uns nicht weiter, grubbern, grubbern, grubbern wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Dauert auch wieder zu lange. Also ich tendiere so ein bisschen dazu, ein bisschen Zeit wegzuspulen. Die, da war ja auch so eine Erntemission drin, die ist wohl nicht mehr mit am Start. Die sind wir los. Auch ein Problem, dass beim Aufsammeln von Grasschwatt mit dem Häcksler permanent Errors geworfen werden. Habe ich noch nicht versucht, ehrlich gesagt. Irgendeinen Effekt kaputt vielleicht. Okay, aber es brauchen noch gefühlt 90% der Fahrzeuge AdBlue. Ja, das ist ungünstig, ne? Das ist aber, wie gesagt, vom Spiel ungünstig. Ich habe es als Flüssigkeit definiert und technisch gesehen kann man das mit diesem Trigger nicht lösen. Wer gerade eben aber genau hingeguckt hat, als ich das Ding hier kurz eingeblendet habe, Silo, Flüssigkeiten, flüssig, 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 hier ist flüssig, Flüssigstoff. Ihr seht, wenn ihr mit eurer vergleicht, sie sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und zwar, ich werde dem noch, habt ihr noch einen weiteren Trigger spendiert. Das heißt, weiterhin, der Trigger bleibt gleich definiert. Also wie Autodrive das nachher ansteuert, ist tatsächlich dann nicht mein Problem. Das ist mir dann im Zweifel egal. Vielleicht tausche ich es höchstens noch, muss ich nochmal sehen. Ihr seht, in der Mitte ist eine Tankstelle dazu gekommen. Und wenn ihr da ungefähr vorsteht mit dem Traktor, dann wird er auch tanken. Dann könnt ihr auch in Zukunft Traktoren tanken, die eben AdBlue brauchen. Da soll man auch erstmal drauf kommen. Ne? Ich hatte das ja auch selber einmal getestet und oh ja, läuft ja, passt. Dann habe ich es aber wahrscheinlich in meinem Testspielstand mit dem hier getestet oder mit dem kleinen Fan. Hatte kein Problem logischerweise festgestellt. Ne, der war es da, weil der braucht auch AdBlue. Und ja. Und schon versuchen wir mit einem großen Traktor und schon funktioniert es nicht mehr. Das ist schon bekannt, das Pappelbein. Nee, habe ich noch nicht versucht. Aber wenn du es versucht hast und es geht nicht, dann würde ich es aber aufschreiben. Dann gucke ich mir das nochmal. Gucke ich mir das bei Gelegenheit mal an für die nächste Version. Muss ja nur noch ein Ballenträger rein. Ich muss nochmal gucken, wie diese Ballen definiert sind. Kann durchaus sein. Ich habe bei mir leider keine Häckselpappel oder ne, keine gehäckselten Ballen. Hackschnitzelballen. Moin moin. Danke euch. Moin moin. So. Hier haben wir den Komposter. Seit dem letzten Abend, kann man sagen. Wohl eher letzten Sonntag, ne? Es war gar nicht abends. Hier wird Kompost produziert, zumindest schon mal auf einer Linie. Luzerne kriegen wir vielleicht bald noch und Häckselgut kriegen wir auch noch. Dann könnten wir Kompost auf drei Linien produzieren. So, der Achim, ne? Aber gucken wir sonst in den nächsten Folgen nochmal zu. Genau, mache ich so. So. Dem fahre ich jetzt selber zurück, denn mehr brauche ich jetzt hier erstmal nicht hinliefern. Der Komposter hat genug, haben wir gerade gesehen. Reicht erstmal für ein bisschen. Wenn wir am nächsten Tag häckseln wollen, ne? Und das ist dann September.
Ja, ganz optimal sind die Multifruits nicht, das stimmt. Aber sind jetzt erstmal drin und werden wohl immer noch überarbeitet von denjenigen, die das Multifruit Pad erstellt haben. Müssen wir mal abwarten, was die nächsten Updates da geben. Ne? Moin moin. Das wollte ich noch mal gucken. Ja, hier muss das geschrieben, weil der Fülltyp heißt Kompost. Guck da noch mal nach, aber der Fülltyp heißt im Spiel Kompost. Kann ich aber noch mal gucken, ist glaube ich nur die Textbezeichnung, dass da in Zukunft Kompost mit K steht. Knoppelschaden, danke dir. Kompost mit K schreibe ich mir noch mal auf. So, noch was, wo wir dabei sind. Gucken wir doch mal unseren Anhänger, den wir beim letzten Mal gekauft haben. Vielen Dank. Und der Hype Train macht sich auf den Weg. So, Prost, 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 liebe Leute, vielen, vielen Dank. Jo, das ist bekannt. Bei mir versinken sie schon nicht mehr in der Zellstoff. Ich könnte es euch zeigen, wenn ich eine hätte. Habe ich aber nur im Testspielstand. Der Fehler ist behoben, aber ich wollte dafür jetzt nicht eine Version 1.3.1 oder so fertig machen. Sondern ich arbeite ja sowieso schon am nächsten Produktionspack-Update. Map-Update und das kommt dann zusammen. Ne? Dafür mache ich jetzt nicht eine extra Variante fertig. Weil das funktioniert ja trotzdem, dass jetzt die Reifen da ein bisschen einsinken, das ist dann so. Das sehe ich jetzt drüber hinweg. Ja, aber Mais ist ja normalerweise nicht sammelbar mit dem Pickup, oder? Geht das nicht nur mit Mods oder wie ist das? Ich weiß es gerade nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht normal, ne? Dass aus Stroh Häckselgut wird. Das muss ja irgendwie ein Mod sein. Ist sowieso ein bisschen komisch, ne? Ich meine, wenn daraus gehäckseltes Stroh wird, was ja auch teilweise bei Tieren als Einstreu, als Futter oder so genutzt wird. Auch gehäckseltes Stroh, was glaube ich für die Tierfuttervermischung besser ist als normales langes Stroh. Wird ja teilweise auch immer häufiger gehäckselt. Aber es wird ja nicht zu Häckselgut, das ist ja dann einfach nur gehäckseltes Stroh. Siehst du, also ohne entsprechenden Eintrag in der Map kann man kein Stroh häckseln, sagt Panic Pity. Time's up, danke Josh Jürgens. Vielen Dank. So, was haben wir denn noch? Der... Ich wollte sagen, wo ist er denn? Einen haben wir ja eigentlich noch, ne? Wir brauchen Wände zum Häckseln. Kann der Glas-Ladewagen eigentlich auch Häckselgut aufnehmen? Wisst ihr das, Leute? Wenn der vom Häcksler befüllt werden, dann könnten wir den ja auch nehmen. Wird manchmal ja auch so gemacht. In real life. Pickup und wenn ich Gras häcksle... Normales Gras mit dem Pickup aufsammeln. Okay, also da muss ich, gucke ich mir mal an, weiß ich nicht. Habe ich noch nie, deswegen könnte ich es jetzt nicht pauschal sagen, ob das pauschaler Fehler ist. Standard Häcksler, Gras sammeln. Das können natürlich gerne Leute, die Bock haben, das zu testen nebenbei. Ne, der Stream läuft noch ein bisschen. Einfach einen neuen Spielstand starten. Einfach mal ein kleines Grasstück Feld hier, ne? Feld 10 kaufen, ein kleines Grasstück mähen. Schwapp machen mit dem Häcksler und dem Pickup. Schneidwerk schnell ein bisschen was einsammeln oder das einmal kurz bestätigen, dann weiß ich, dass es ein allgemeiner Fehler ist, wo ich mich dann wahrscheinlich wieder schlau lesen musste, nix. Weil ich auf Anhieb jetzt nicht genau wüsste, wie das zusammenhängen sollte. Ähm
Sollte eigentlich gehen, ne? Ich glaube nämlich auch. Eine Hunde. Ich glaube, wir sollten vorher noch einmal ein paar Paletten verkaufen, damit wir entspannt genug Geld haben, um den Wechsler. Wo habe ich das denn aber stehen lassen? Mich wundert das gerade ein bisschen. Ich meine, der Anhänger steht da hinten, aber irgendwie fehlt mir noch ein Anhänger. Wo steht der denn rum? Ja, ist nicht so schön, wenn viele Käuferfehler drin sind, auf jeden Fall. Launebär, war das auch der Grasfehler oder was war jetzt Launebärfehler? Ich weiß es nicht. Moin Moin. Irgendwas Falsches. Weiß ich aber auch nicht auf Anhieb. Das war mit Stroh, genau. Ich habe gerade nochmal hochgescrollt. Ja, ich weiß es nicht. Vor allem, wenn es in der letzten Version nicht war. Bei Stroh habe ich ja nichts geändert. Ja, es scheint generell das Aufsammeln mit dem Pickup ein bisschen fehlerhaft zu sein. Wie gesagt, ne, kann man gerne ruhig selber schnell, ne, die Leute, die gerade ein bisschen Langeweile haben oder selber kurz mal ihren Spielstand unterbrechen können, ja, mal 15 Minuten testen, wäre natürlich allen geholfen. Einfach blanko Spielstand starten, Feld 10 kaufen, wenn das gerade erntereif ist mit Gras, zack, bisschen mähen. Und dann mit einem Gras-Pickup-Sammler einfach mal sammeln. Am besten natürlich aber mit einem sauberen Mod-Ordner, um diesen Fehler von schon mal pauschal auszuschließen. Ne? Das ist ja, muss man ja immer machen. Weil das ist sehr, sehr regelmäßig tatsächlich das Problem, dass andere Mods irgendwie querschießen, irgendwelche Mods sich nicht miteinander vertragen. Warum auch immer. So, wie sieht denn unsere Produktion aus? Fermenter arbeitet, hat noch gut, hat noch ein bisschen. So, Strom wird produziert, passt. Holzfäller arbeitet, beide ziemlich gleich viel sogar. Kompost, Gras haben wir jetzt 100.000 da drin. Und das erste, ja, Kompost ist da, Sägewerk. Hackschnitzel ist komplett leer, das heißt, wir müssen Hackschnitzel eigentlich wieder leer aktivieren und den zum Beispiel deaktivieren. Werkstatt arbeitet. Auch gut, ich meine, noch 90% sind die noch, ne? Da würde ich jetzt, da mache ich noch keinen Stress. Hier sind wir bei 89%, 92%, das ist ja alles noch ziemlich gut heile. Da würde ich noch nicht unbedingt umswitchen. Aufwartung, verteilen. So, moin, 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 moin. Danke, Kurt, für deinen Sub. Guten Abend, moin, moin. Danke fürs Reinschalten, Leute. Jo, also eigentlich bin ich spurbereit, würde ich behaupten. Wenn da missionsmäßig nicht noch was Spannendes reinkommt, dann bin ich spulbereit. Weil wenden möchte ich nicht, grubbern auch nicht, nö. Soll der KI, soll der Landwirt auch selber machen hier, genauso wie pflügen. Schlechte Erfahrung mitgemacht. Butter, Hirse, Sonnenblume und Erdbeere haben wir alles nicht. Also ich bin ganz auf entspannt, machen wir mal kurz mal 30. Dann noch ein paar sonst noch Fehler irgendwie. Ich habe keine Probleme. Ja, das geht auch nicht pauschal, darum Probleme zu haben. Es geht genau um diese Geschichte. Mit dem Gras, also mit dem Häcksler, mit dem Pickup, Schneidwerk, Gras zu sammeln. Darum geht es jetzt. Geht nicht darum, also ich habe keine Probleme, auch nicht auf Dedi-Server. Dieses mit 132 Mods. Das ist die Aussage, hilft nicht. Also gerne ein Stück Gras mähen, mit dem Gras-Pickup, sammeln, Häcksler, ne, Häcksler und sammeln. Und dann nochmal gucken, ob du auch den, ne, auch den Fehler hast.
Kann durchaus sein, dass da ein Fehler drin ist. Das ist ja durch dieses Multifruit Pack dann entstanden, wo ich noch nicht genau weiß, wie das miteinander zusammenhängt, dass das Schneidwerk, also ne, das Pickup-Schneidwerk vom Häcksler dann Probleme verursacht. Aber kriegt man mit der Zeit raus. Also auch der Mod mich auf jeden Fall vielleicht gefragt, falls er diese Folge sieht. Das liegt als Livestream-Zuschauer wahrscheinlich nicht am Start, oder? Mod Micha. Der hat auf jeden Fall auch rausgefunden, wo der kleine Haken drin war mit dem Lavendel und den Maisschneidwerken. Weil eigentlich konnte man ja bis zur letzten Version hin Mais schneiden, also hier, ne, Lavendel ernt mit Maisschneidwerk. In der zukünftigen Version sollte das wieder funktionieren. Habe ich es wieder eingestellt und dann auch fehlerfrei, ohne dass da irgendwelche Errors in der Log auftauchen. Sollten hier die Maispflöcker. Das ist auf jeden Fall wieder das Symbol, ne? Habe ich wieder zurück für Lavendel. Das war einfach eine Wachstumsstufe, die zu viel eingetragen war. Und ja, deswegen hat er diese Errors geworfen. Ich habe noch nie mit dem Pickup Gras gesammelt, deswegen. Gras sammeln geht. Heu geht nicht, sagt Fiddy. Aber Heu soll man ja eigentlich auch nicht weghäckseln, ne? Mit dem Pickup. Aber pff, kann man auch. Also in Wirklichkeit, ne? Warum es im Spieler nicht geht, sei mal dahingestellt. So, kommt gleich nochmal eine Ladung Bretterpalette. Der wird auch gleich aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob ich mal irgendwann unsere Bäume die erste Wachstumsstufe hier an den Tag legen, oder ist das ein bisschen so ein Problem, weil ich ja zeittechnisch doch auch am Safe Game rumgespielt habe. Es kann natürlich manchmal auch zu Fehlern führen, ne? Dass die Bäume halt doch nicht sprießen hier, also nicht irgendwie wachsen und gedeihen. Für die Werkstatt habe ich eine kleine schöne Erweiterung. Auch ein bisschen geändert. Vorher konntet ihr schon sehen, wenn ihr hier steht, was Sache ist. Jetzt kann man eigentlich nur noch sehen, wenn man hier vorne ist, was Sache ist. Sprich Füllstätten und so weiter und so fort. Aber zu der Erweiterung komme ich dann noch in den nächsten Folgen. Ja, also jetzt haue ich die Nacht komplett weg. Bis zum nächsten Morgen, bis September. 160 Geschwindigkeit, das ziehen wir jetzt noch zum Ende der Folge durch, liebe Leute. Also ihr habt gesehen, Flüssigkeitenlager kann funktionieren, liegt am Trecker. Ein bisschen unpraktisch, ich weiß. Aber da gibt es Abhilfe auch im nächsten Update. Da hat das Flüssigkeitenlager einen weiteren Trigger in der Mitte, wo man jegliche Träger oder Mähdrescher befüllen kann, auch wenn sie AdBlue brauchen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal als Verbesserungsinfo für die kommende Version. So. Der ist nach wie vor interessant, aber aktuell nicht im Budget. Die sind gleich alle raus. Wir sind wieder Wänden. Ganz viel Wänden. Ja. Weizen. Weiz? Oh, warte. Immer. Gerste haben wir auch. Warte mal. Ja, sollen wir bis zum nächsten Morgen, glaube ich, kann ich noch spulen, oder? Wie lange sind die Aufträge? Weizen. Ich soll 38.000 Liter Weizen liefern. Und Getreidehandel. Weizen. Getreidehandel. Gucken wir mal kurz die normalen Weizenpreise. Guck mal, 500 normalerweise. Bestpreismäßig. Wir könnten bis 700 hoch. Aber wenn wir 700 liefern, ich meine, gut, dann hätten wir auch fast den Preis. Aber das ist ein guter Preis, nehmen wir, ne? Wie viel Weizen hatte ich im Lager? Wir bräuchten mindestens 38. Bei Gerste 16 sollten wir von beiden eigentlich. Wird halt, lass grüßen. So, Weizen. 29,5 an Weizen. Nehmen wir halt nur Gerste, 16.000 Liter zu Reifeisen. Gibt der Anhänger hier so einen ersten. Ups, Auftrag. Also ich verstehe alle Gedanken. Ich finde es auch immer gut, dass ihr Gedanken mitteilt. Aber tatsächlich hilft es mir nicht komplett weiter, ne? Weil viele von euch kennen LS19. Die NF Marsch und wissen, was eigentlich alles noch auf der To-Do-Liste steht. Die To-Do-Liste ist so unglaublich groß, dass ich selber endlich weiß, womit fange ich an, wo höre ich auf. Es gibt so viele Produktionen und auch für die Spielabwechslung natürlich ist es mit der Zeit klar erforderlich, dass alles wieder kommt.
Aber ich kann mich nicht aufteilen und ich habe halt nur so, ich sag mal, 2 Tage Modding praktisch pro Woche. Für mehr Zeit reicht es einfach nicht. Auch wenn ich gerne natürlich, ne, mehr modden würde, geht nicht. Aber Anmerkungen, Anregungen sind da, lese ich trotzdem durch und manchmal fühlt man sich natürlich auch genötigt, diese umzusetzen. Manchmal sind sie auch definitiv gut, also ne, versteht mich da nicht falsch. Da ist häufig auch gute Ideenansätze mit bei. Heute hatte ich einen Kommentar gelesen, aber da gehe ich sonst auch in der nächsten Folge nochmal ein. Könnt ihr mich nochmal dran erinnern. So, genau, Felden. Und da, ich will das ein bisschen komplexer, ein bisschen schöner noch gestalten als im LS19. Und ja, ich bin da auf dem Weg auf jeden Fall schon mal hin. Gerste, wo ist denn da praktisch? Reifeisen hat sowieso aktuell den höchsten Preis und kann aber bis 670 hoch. Aber ich verkaufe mal jetzt nicht mehr als notwendig für den Auftrag. Ne? Da kommt ja noch mal Gerste die Form rein. Ja, sieht so aus, der Mais wäre gewachsen, dürfte jetzt im häckselbaren Zustand sein. Unsere Felder hier vorne sind bepflanzbar. Also Log braucht man nicht hochladen. Ist eigentlich ein Open Source Multifood für LS22. Ne, also ich, wie gesagt, genau, Team Rheinland, die sind das diejenigen, die daran arbeiten. Und im Zweifel gerne anschließen und denen helfen und verbessern. Weil man sieht schon, einige Probleme sind da noch. Also das mit dem Stroh, wie gesagt, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Error mit dem Lavendel behoben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das auch auf das Pickup auswirkt, ne? Da scheint irgendeine andere. Ach, was will ich hier denn? Da scheint irgendeine andere Verzweigung falsch zu sein. Ich bin gerade so im Gedanken, wo dieser Fehler herkommt. Ja, also nicht direkt. Sogar Rübenschnitzel. So, plus 2000 noch extra Ernte. Mission können wir abschließen. Das sind noch schöne Missionen. Kleine Lieferung- und Transportauftragsmission, auch wenn das mit dem Weizen dann nicht hinhaut, weil wir 10.000 zu wenig haben. Hat das doch schon mal gut geholfen hier. So viel Kompost kommt da ja nicht bei rum, ne? Pro Stunde. Mal gut 24.000 am Tag, wenn man eine Sorte hat. Good nice, vielen Dank für positives Feedback zum Thema Strom und Wartung. Ja, ich finde auch, also es ist eine ganz gute Variante. Mit dem Strom hat sich das durch diesen Verteilungsoption auf jeden Fall schon mal angeboten. Aber zum Thema Strom, da gehen wir sonst noch mal in der nächsten, übernächsten Folge drauf ein. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Die Nacht spult sich jetzt beim Intro-Outro sozusagen weg. Am nächsten Morgen sehen wir uns wieder. Hier, wenn es hell wird, die Sonne aufgegangen ist und dann, ja, werden wir hier vorbereiten. Stichwort Maishäckseln muss ich an. Ich muss noch einmal ein paar Paletten verkaufen, damit wir genug Geld haben. Aber dann kann es losgehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge und tschüss.